ja gestern in meinem Haus direkt gegenüber eine Wohnung geräumt, die völlig demoliert anscheinend war. Also zumindest draußen ein Fenster kaputt und eine Tür kam natürlich zerdeppert raus. Und jetzt wuseln sie mit der BSR, also einer Stadtreinigung, direkt im Nebenhaus rum und räumen da tonnenweise raus. Wird da jetzt noch eine Wohnung geräumt oder was ist hier gerade los? Und mir ist es gerade sehr gruselig, keine Ahnung. Ah, und ich habe Hunger. Ich möchte erstmal das Video fertig schnibbeln. Noch 4 Minuten. Und dann machen wir was zum Frühstücken. Es gibt wieder Krebsgefüllte. Da freue ich mich drauf. Ja. Aber erstmal das Video fertig schnibbeln. Und da das ja ein bisschen länger dauert, als es da steht. Wobei ich kann manchmal auch Sachen rausschmeißen, weil das Schreibtagebuch mäßig war. Das sehe ich ja auf den ersten Blick nicht. Das ist ein Videoschnipsel und alles gut. Manchmal sieht man es nicht. Meistens sieht man es nicht. und das kann dann aus dem Vlog natürlich wieder raus. In den Ordner für Schreibtagebuch. Und dann kann ich da wieder weiter schnibbeln. Ja. Da werde ich auch wieder versuchen, jede Woche eins hochzuladen. Das sind wenn teilweise so lang. Wenn ich einmal im Monat mache, dann kann das so lang werden. Das kann nicht sein. Ja, da möchte ich auch so 20 bis 30 Minuten zusammenpacken. Also mindestens 20, maximal 30. Ein bisschen drüber ist okay. Oder auch ein bisschen drunter ist auch okay. Aber so in dem Dreh soll es schon sein. Und bei Vlogs mache ich das so, wenn es unter 10 Minuten ein Tag ist, so wie jetzt gerade der eine Tag, der bei 6 Minuten krimst, dann packe ich den nächsten Tag dran. Damit es aber zusammengeschnibbelt wird. Genau, das ist der Plan für jetzt. Da jetzt auf Arbeit, wegen dem Hamburger Modell, muss man das schreiben lassen. Ja, ich habe schon gesagt, mal gucken, ob er den Weg noch findet. Ist ja länger da nicht mehr gewesen. Ist ja wie bei mir so, okay, finde ich den Weg noch? Na gut, bei mir ist es ne, einfach, bei ihm ja auch. Es ist ja nicht jetzt irgendwie ein komplizierter Weg wie oder so ein Kram. Aber ja, mal gucken. Ich habe mir schon eine Packliste gemacht, was ich denn übermorgen auf jeden Fall mitnehme. Natürlich nicht alles, was ich jetzt irgendwie, weil ich gar nicht weiß, wie und was und wo. Und ja, aber auf jeden Fall kommt, was definitiv schon mitkommt, ist natürlich das hier. Das kommt schon am ersten Tag logischerweise mit. Genau. Aber alles andere wird man sehen. Meine Tasse werde ich wahrscheinlich auch auf dem nächsten Mal mitnehmen. Meine Eulchentasse. Genau. Ja. Ich bin gespannt. Das ist ein Gepolter da draußen. Ah, Daniel ist längst wieder zu Hause. Beziehungsweise ist er schon wieder weg. Er ist im Keller. Er hat nämlich mit seinem Roller immer noch Probleme. Es ist eine Bastelkiste 100. Hat er angerufen und gesagt, es fährt immer noch komisch und bla und Sylt und keine Ahnung was. Und wir haben dann gesagt, okay, dann ist wohl der Controller kaputt. Die haben was Neues eingebaut und das scheint wohl kaputt zu sein. Lass sie das halt nicht prüfen, verstehe ich auch nicht so richtig, aber okay. Er meinte wohl, im Leerlauf kann man das eh nicht so gut prüfen, aber okay. Wie auch immer. Hier haben sie ihm einen Controller zugeschickt, die alten sollen, oder einen Controller, ich weiß gar nicht. Den alten soll zurückschicken, oder die alten, ja, dem auch zwei oder einer ist. Ich habe da keine Ahnung von. Jetzt ist er im Keller basteln, er hat auch noch neue Reifen gekauft oder Räder mit Schläuchen und hätte gerne so eine Vollgummireifen, aber die gibt es für seine, also für die in der Stärke nicht. Dann sieht so fipsig aus, er hat aber welche gehabt, aber die waren so schmal. Für diesen großen Roller sind die aber nicht geeignet. Jetzt hat er sich so noch mal neue geholt und einen neuen Lenker, den man auch einklappen kann. Ja. Jetzt ist also basteln. Ja. Und ich werde erstmal eine Runde häkeln, wollte ich sagen. Meine Güte. Reden ist auch nicht mehr so ganz meine Stärke. Okay, war es noch nie, aber ne? Gerade im Moment nicht gut. Ihr wisst, wenn Daniel sagt, ich mache nur noch das und das und dann komme ich nach Hause. Wann hat der angerufen? Um 15 Uhr Krimskrams irgendwas? Jetzt ist 17 Uhr durch. Dann ist immer noch nicht da. Vielleicht baut er auch doch den Reifen vorne nochmal um. Was er überlegt hatte, weiß ich nicht. Aber er ist noch nicht da. Hauptsache, es ist nicht mehr langgelegt, sonst irgendwas. Ja. Keine Ahnung, wo er schon wieder steckt. Mir tut ja gestern mein Auge ein bisschen weh. Ich habe irgendwie einen schönen Zug bekommen oder so. Wobei es den ganzen Tag über ging, jetzt tut es wieder weh ein bisschen. Ja, auch aus gestern Abend und jetzt. Naja. Geht auch wieder weg.
Und boah. Darf man Final Cut Pro Grafik neu starten? Manchmal ist dann der Übergang nur zu sehen und nichts weiter. Ich kann auch nichts machen oder sonst irgendwas. Dann kann man so noch das Programm neu starten. Und das dauert lange manchmal. Manchmal geht es schneller, manchmal geht es langsamer. Jetzt dauert es gerade wohl. Wenn es gleich durch ist, vielleicht geht es ja dann tatsächlich schneller mal. Ja. Gucken wir mal. Nervt. Das Wetter schaut sehr umständlich und ich wollte eigentlich zum Zahnarzt, weil es jetzt gerade sonnig ist. Vielleicht gehe ich doch schnell los. Es ist gerade wieder richtig gutes Wetter. Immer ist geschüttelt wie sonst was. Ich probiere es. Und jetzt nicht wann dann, ne? So, wie ihr seht, ich bin unterwegs. Sonne scheint gerade, es tropft unter den Bäumen, aber es regnet halt nicht. Und ich hoffe, es bleibt auch so, bis ich wieder zu Hause bin. Ich bin auf dem Rückweg und wir hatten tatsächlich noch meinen Termin für heute dran gehabt. Also die eine wunderte, warum bin ich so früh da? Ich bin so, ich bin abgesagt. Dann bin ich rausgenommen. Es ist gar nicht so einfach, drei Termine zu finden und diesen Schrieb brauchten sie gar nicht, die haben sie schon selber bekommen. Toll. Ja, drei Termine finden. Es geht also im November erst los. Nun ja, ist das so. Ist mir auch recht. Von daher ist Alter jetzt nicht oder so. Von daher ist gut. Und dann, ja, auf nach Hause. Deswegen ist erledigt. Im Prinzip bin ich trocken geblieben, aber jetzt schwitze ich wie blöde. Wenn man wieder reinkommt und so. Aber ja, jetzt zieht sich wieder zu. Das ist ja verrückt. Perfekt. Jetzt kann es mir ein bisschen regnen. Jetzt muss ich, freue ich nicht mehr raus. Erst morgen wieder. Oh. Ja, das war ein Ding. Mann, Mann. Egal. Gleich Termine eintragen. Nochmal zur Tasche rennen. Ich habe gerade mein Handy geholt und viel mehr als eines Termine hier noch drin habe. Die habe ich jetzt nicht ganz ein bisschen im Kopf schon, aber ja, ich gucke lieber drauf. Weil es waren erst 1000 Sachen hin und her, aber ich glaube, ich habe es noch im Kopf. Oh Mann. Kremsel. Aber habe ich noch ein bisschen Ruhe, das ist okay. Ja. Ich sagte noch, es wird wieder grau. Jetzt regnet es wieder. Aber wie? Ich habe echt die Sonnenphase genutzt. Verrückt. Ja. Zum Glück war das vorhin nicht so. Ich wäre ja aufgeweicht worden. Ja, morgen ist der 1. September und ich, Leute, langsam den Herbst ein und trinke einen Pumpkin Spice Latte. So, nachdem er sich. Was genau hast du jetzt vor? Das Folie, aber die gehst du bitte nicht an. Oh Gott. Geh auf deinen Platz hier wieder, komm her. Oder geh was Mittagessen-mäßiges mehr an. Du hast noch kein Mittagessen gegessen. Und nein, die Folie bekommst du immer noch nicht. Dieser Kater. Schnuff. Aber der erste Pumpkin Spice des Jahres ist immer auch am besten, oder? Darauf wollt ihr nicht hinaus, bevor ihr anfängt rumzuwerkeln. Okay, es ist kurz nach 9. Ich mache jetzt den Rechner aus, der Laptop ist schon aus. Hab meine Packliste für morgen fast abgehakelt, aber dann kann ich erst morgen einpacken. Ich habe einfach eine Checkliste gemacht, was ich für den ersten Tag mitnehmen möchte.
Damit ich nichts vergesse, keine Ahnung, das ist aufregend. Die Nervosität, ich kann nicht mehr reden. Nervosität steigt. Habe ich ihr das schön an Papier geschnitten, aber nun ja, was soll's. Ich mache jetzt noch mein Essen für morgen. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich da bleibe oder also wie lange es morgen geht oder wie auch immer, aber ein bisschen was zu essen mitnehmen, definitiv. Ich werde aber einfach nur ein Brot machen. Ich habe gar nicht an sowas gedacht. Von daher. Vielleicht die meiste davon lese ich, Leute. Ja, meine große Trinkflasche für morgen machen noch. Also, das mache ich morgen früh erst. Und das Handy einpacken. Ja, der Rest ist schon eingepackt. Von daher. Gut, dann startet morgen nicht mehr ein neuer Monat, sondern ein komplett neuer Lebensabschnitt, würde ich mal sagen. Das wird aufregend. Oh Gott, ich bin wirklich langsam nervös. Aber es wird alles gut gehen. Es ist alles super, es ist alles schick. Das soll schon auch passieren, nicht? Also, trotzdem, man ist ja immer ein bisschen nervös, wenn irgendwas Neues und so weiter und so fort. Und gut. Ich habe kein weiteres Buch beendet. Also dieser Monat ist echt Lesetechnik. Aber es ist ja immer ein Monat, der im Jahr nicht gut läuft. Richtig? Und das ist meistens so Juni, Juli, August, das ist immer so in dem Zeitpunkt. Ich weiß nicht, warum es so ist. Manchmal sind es auch andere Monate, aber meistens ist es in dem Zeitraum. Keine Ahnung. Ja, diesmal ist es halt der August. Alles ein bisschen chaotisch hier ist deshalb. Dann melde ich mich morgen wieder. Wenn ich wieder zu Hause bin, gehe ich mal ganz stark davon aus. Weil ich nicht glaube, dass ich mich unterwegs melde. Weiß ich nicht, aber da auf jeden Fall nicht. Gucken wir mal. Bis morgen.